Diese Woche bei Tipps für Tryouts haben wir noch ein paar Tipps für Yoru, bevor er gereworked wird. Und zwar geht es um Tipps auf Bind. Es gibt auf B-Lang gibt es eine bestimmte Holzplanke, wo ihr euren TP einfügen könnt. Der ist dann da so drin verbuggt. Und wenn ihr den auslöst, hört der Gegner zwar den TP-Sound, aber Yoru TP't nicht wirklich. Mhm. Und diesen Fake könnt ihr quasi ausnutzen, um die Gegner zu verwirren, um einen Kill zu holen. Dann noch ein Tipp auf Bind. Ihr kennt das, ihr könnt eure Yoru Fake Steps benutzen, um sie in den Bind Teleporter zu schicken. Und das macht genau den gleichen Sound, als wenn ein Spieler durchlaufen würde. Sobald der Gegner aber die Fake Steps sieht, weiß er, dass es ein Fake war. Ihr könnt aber Folgendes machen: Ihr geht selber durch den TP und schickt, wenn ihr im TP seid, erst eure Footsteps los. Damit hat der Gegner gar keine Ahnung und gar keine Idee, was überhaupt abgehen kann. Macht das mal jede Runde und es ist immer ein 50-50 für die Gegner, ob jetzt noch ein Yoru im Teleporter ist oder nicht. Nice.